Stimmt, Milch hat wirklich einen Health-Aspekt. Ja, mach noch Mühe mit ihm, wenn er irgendwie so anlegt und verschreit wird. Aber kein Problem, weil ich habe den Health komplett hingekriegt, ohne auch nur den einmal zu zerstören. Also läuft mir jetzt aus. Hab ich ihn ausgetrunken, ja. Den ganzen Liter unpasteurisierte, unhomogenisierte Milch. Yep. Das wird Leon geben. Wir könnten eigentlich so eine Zombie-Bahn oder sowas bauen mit den Conveyor Belts. Die können da nicht raus. Ich meine, wir haben noch genug. Die sind zwar nicht gefärbt, aber brauchen wir auch nicht. Ich meine, es macht ja auch so viel Sinn, das jetzt zu machen. Natürlich! Hast du nicht noch irgendwas zu tun, an sich? Doch. Ein Boiler bauen. Ja, dann bau doch mal einen Boiler. Hochdruck oder Tiefdruck? Ja, wenn schon, ne? Da braucht man Stahl, den musst du da machen. So, stimmt, da war ja was. So, Firebox. Es ist doof, wenn das alles im Tool drin steht, man findet einfach nichts. Brauchen wir auch wieder Stahl. Ich hätte die Tische nicht aufgelassen. War ich nicht. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Blast Furnace. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, Stahl herzustellen. Oder? Gregtag, aber ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Ja. Ich wollte gerade sagen, den Industrial Blast Furnace gäbe es noch. Ja, wow. Man könnte auch einen Exploit nutzen und das Basic Plating mit so einem Expansion craften und dann mit Gregtag Rezept uncraften. Peter. Eben, deswegen machen wir sowas noch nicht. Also wenn wir Kompost dafür nutzen wollen, dann brauchen wir eine Wheat Farm oder sowas. Ja. Wir haben immer noch die Äpfel von der Baumfarm, oder? Mhm. Die ja auch immer wieder kommen eigentlich. Ja, aber ich weiß nicht, ob das genug ist. Was war das? Grease oder so brauchen wir dafür, ne? Schau mal, wart's einfach mal kurz ab. Ich hab bald meine 2 Golems fertig. Also bald, das dauert jetzt zwar noch ein bisschen, aber ich habe bald ein paar Golems fertig. Und dann mache ich da eine normale Farm draus. Und du weißt ja eventuell noch, dass meine auf dem einen Server meine Goldkiste ja auch ständig randvoll mit Essen war. Ja, das weiß ich. Obwohl ich ja nur, wie du auch gesehen hast, diese wirklich kleine Farm hatte. Ja. Was tickert hier die ganze Zeit? Irgendwas tickert hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. So, Free Blast, das brauchen wir doch garantiert. Magma Cream, oder? Ja. Garantiert. Magma Cream, Netherbrick und Soul Sand. Ein Magma Cream. Wir müssen noch ein paar Blaze Rods da haben, ja. Nicht einen einzigen Slime Ball. Warum haben wir keinen einzigen Slime Ball? Die kann sich auch irgendwie craften, meine ich. Wofür brauchst du Slime Balls? Für Magma Cream. Wir haben eine Magma Cream da, ne? Ja, eine. Ich brauche aber irgendwie 21 oder so. Hellgrüne meine Farbe und Milch im, genau. Ich kristallisiere hellgrüne Farbe und Milch. Zu Schleimwellen. Ja, nee. Ja, Milch kristallisieren,
Wie gesagt, höchstens aufrühren oder lang genug umrühren, damit du so eine Art butterartige Masse hast, aber. Wird im Crystallizer gemacht. Ich weiß. Deswegen, davon rede ich ja gerade, dass das irgendwie komisch ist. Erstmal ein Tank. Und du sagst, dass Cycraft-Tanks so schlecht sind? Ja. Habe ich so echt keine wirklich schlechten Erfahrungen mit. Naja, ich weiß nicht, ob ihr ESO kennt. Der zockt ja zurzeit auch irgendwie FTB. ESO sagt mir zumindest vom Namen her was, ja? Ja. Ja, ist ein ziemlich großer Minecrafter. Und der hat irgendwie auch so einen Server. Also der zockt auf dem Server und die haben eben riesengroße Lag-Probleme, nur wegen den Cycraft-Tanks. Und die können den nicht finden, wo der ist, also können sie ihn auch nicht zerstören. Irgendwie sowas. Mhm. Na gut, Iron Plates. Gut, das ist ja noch machbar eigentlich. Kannst du... Ich weiß nicht, kann man in die Raycraft-Water-Tanks nicht auch andere Sachen reinhauen? Kann man ja. Aber wenn, dann soll es schon vernünftig sein. Ja, was denn? Das sind deine Worte, wenn schon dann noch richtig. Ja, stimmt schon. Die müssen exakt quadratisch sein, ne? Wer? Die Tanks. Nö. Nö. Nicht? Maximal, glaube ich, 7x7 mal noch was. Okay. Rechteckig, aber nicht quadratisch. Na, dann ist ja okay. Ich kenne das nur quadratisch, weil ich so wenig mit Tanks arbeite. So, das sieht doch sieht gut aus. Naja, die Grundform muss schon quadratisch sein. Ja, das meinte ich doch. Gar nicht. Muss ich das wirklich? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass du einen 2x7 Tank bauen kannst. Oder 3x7. Ach ja. Genau, das meinte ich doch. Aber es hat, das hat Direwolf doch auf dem Server mal gemacht sogar, oder? Ich meine, das war... Waren das Railcraft Tanks? Ach, ich rede von Railcraft Tanks? Ja. Ja. Ja, sag das doch. Übrigens, wir reden über Raycraft Tanks, ne? Vielen Dank, weil dann hätte ich euch gleich sagen können, dass ich von denen keine Ahnung habe. Das heißt, ihr habt euch gerade auf Aussagen zu etwas anderem mehr oder weniger gestürzt. Haben wir gemerkt. Jetzt muss ich darüber reden. So ehrlich. So, wo soll das wohl denn rauskommen, beziehungsweise reingehen? Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Nein, es muss nur eins größer sein. Der sollte jetzt eigentlich hier so ganz hoch werden. Also, Hä? Der sollte diesen Raum ausfüllen. Das heißt, hier kommt da das Ventil rein, würde ich mal behaupten wollen. Ja, ist gut. Mir fehlt wieder ein Aspekt, ich liebe es ja. Wobei denn? Der fließenden Axt. Der strömenden Axt. Ja, aber ich will, dass sie fließt. Sie fließt, aber sie strömt sogar. Das ist besser als fließen.
Dann sag mir, was als vierter Aspekt reinkommt. Was hast denn du bisher? Die anderen drei. Wow. Einfach nur wow. Also. Wasser, Tool, Bewegung. Wind? Nein. Nicht. Holz? Halt nicht so. Magie? Auch nicht. Hm. Okay, doch, es war das andere Holz. Na, bin ich gut oder bin ich gut? Nein. Einfach nur nein. Entweder oder Frage sollte man eigentlich nicht mit Nein antworten oder mit Ja, aber. Aber wenn es die Aussage nicht anders erlaubt. Gut. Aber wir haben immer noch keinen Zauberstab, oder? Nein. Ich glaube, wir können die doch nicht benutzen. Die lassen Sachen verschwinden. Was denn? Oder nee, doch, mich ist nur ein Grafikbug. Diese Conveyor Belts da. Komisch. Ich habe den Wand of Excavation und den Wand of Frost. Mehr kann ich dir noch nicht bieten momentan. Na dann. Ne, ich glaube, wir können die echt nicht nutzen. Und das ist eins zu kurz. Es ist wundervoll. Ich habe da gerade, keine Ahnung, 20 Stacks Saplings auf die auf das Band geschmissen und da ist nichts angekommen. Okay. Also alles rückgängig, dann nehmen wir halt Rohre. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich damit rumzuschlagen. Um das ein Hightech-Tool, um Boden wegzumachen. Hm? Also Dreck. Ich habe jetzt Starkbees. Starkbees. Oh, das ist gut. Stark. Weil es irgendwie komisch, wenn man das dann auf Deutsch liest. Starkbees. Ja, Tony Stark. Hä? Das liegt anscheinend an dem Relay. Am Relay. Was hat das Relay damit zu tun? Frag mich was Leichteres. Was hat das Video damit zu tun? Was Leichteres. Was hat der leichte Video damit zu tun? Wie kommst du auf den Schluss, dass das Video damit zu tun hat? Weil wenn ich Sachen selbst aufs Band schmeiß, verschwinden sie nicht. Okay. Nee, sie kommen mir sogar entgegen. Ein Gas und Lever. Ah, jetzt uns. Wo sind die hin? In den Inventar. Nein, eben nicht. Geht's doch nicht, oder wie? Ach, nee, das ist wundervoll. Die verschwinden, wenn's hier ans Hochfahren geht. Manche davon hüpfen hoch und zum Beispiel die, du hast da Saplings hingelegt, oder? Ja, auch. Die sind nicht in meinem Inventar gelandet, nein. Oh, ich weiß wo. Das Teil da sammelt die ein. Das hat ein 15er Range. Hä, was für ein Teil? Das Algorithm. Oder der Logger. Schön, wundervoll. Dafür versetzt uns alle in Aufruhr für eine Sache, die du selber hättest rausfinden können. Ich bin enttäuscht. Im Rest der Welt. Mhm. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Doch, du bist dir sicher. Warte, ich google mal schnell. Lass Platten, Eisenplatten.